Willkommen zurück, Freunde der Augsburger Puppenkiste, zu einer neuen Folge, neuen Staffel, neue Ära, werde zur Legende hier in Pro Evolution Soccer. Wir müssen leider bei einem neuen Verein anfangen, weil das alte Safe Game bei den ganzen technischen Problemen, warum jetzt auch 3 Monate nichts kam, untergegangen ist. Und was man hier unten natürlich schon hoffentlich im Bild sieht, ist, dass ich einen Zufallsgenerator benutzen werde gleich. Ich habe mich für 6 Vereine entschieden, weil ich keinen Bock mehr hatte, bei Darmstadt zu starten. Und ich habe die 6 Vereine genommen, die ihr hier seht, da ich keins von denen, zumindest punktetechnisch, zu den Top-Teams zählen würde. Wobei der HSV hier ja noch punktemäßig mitunter am besten wegkommt. Aber die auch in echt, beziehungsweise in echt oder im Spiel eben zu den mittleren bis besseren Vereinen gehören. Also der HSV hat mit dem, mit der Stärke, die sie im PES haben, natürlich die Chance hochzukommen, und Leipzig und Hoffenheim sind in echt ganz geil. Also von dem her. Es gibt im Übrigen die 2. Bundesliga im Bundesliga-Patch für PES. Und auch Vereine aus der 3. Liga, wodurch die Modder aber auch die 1. und die 2. Liga, glaube ich, mit den italienischen Ligen vertauscht haben. Und die dann also quasi auf 20 Vereine aufgestockt haben. Wodurch jetzt Stuttgart und Union Berlin in der 1. Liga sind. Und ich weiß nicht, warum nicht Hannover, sondern Union. Ich glaube, als die den Patch rausgebracht haben, war Union noch 2. Oder kurz vorher irgendwie 2. oder 1. irgendwie sowas. Ja, deshalb ist auch der VfB mitunter unter den Vereinen, und weil ich halt hier in Stuttgart wohne. Bevor wir das Auslosen aber starten, schauen wir uns erstmal an, welche Konkurrenz wir denn beim jeweiligen Verein hätten und warum ich den auch ausgesucht habe. Also es hatte, habe ich jetzt schon ein paar kurze Worte dazu gesagt, aber im Speziellen gehe ich da nochmal ein bisschen drauf ein. Eins vorweg, ich bin grundsätzlich einer, der keinen Fußballverein irgendwie hasst. Also gerade im Fall von Leipzig-Hoffenheim, wo ich zwar verstehen kann, warum man den Verein jetzt nicht unbedingt geil findet, aber ich finde halt persönlich, im Fußball ist einfach kein Platz für Hass. Das ist erstmal ein cooles Spiel, alle finden Fußball erstmal geil, und das ist so die gemeinsame Base, und klar muss man nicht alles gut finden, aber Hass finde ich immer fehl am Platz, um mal hier die Moralkeule zu schwingen. Apropos Leipzig zum Thema Hass. Da besteht die Konkurrenz vorne aus 3 sehr talentierten jungen Spielern, mit Timo Werner, mit Paulsen und Selke. Und ich denke, je nach Formation haben wir da schon irgendwie ein oder andere Chance, weil das sind halt nur 3. Ich glaube, das ist die geringste Anzahl an Stürmern von allen, die ja noch aufgelistet sind. Und da haben wir, ich glaube, Stuttgart hat auch nur 3, aber da haben wir auf jeden Fall eine realistische Chance. Wenn die mit 2er-Spitze spielen sollten oder so, ist da schon was drin. Hamburg hat wie Bremen die höchste Bewertung in der Offensive. Mit Wood, Gregoritsch, Lasogga, Waldschmidt würde ich sagen, mal abgesehen von Hoffenheim, vielleicht die härteste Konkurrenz, auch in der Breite. Also da wird's auch mit Doppelspitze relativ eng vorne. Stuttgart hat mit Ginczek und Terode auf alle Fälle auch 2 verdammt starke Spieler. Ich würde sogar sagen, dass das in der Spitze vielleicht die 2... Na gut, Hoffenheim hat halt schon... Das Ding ist bei Hoffenheim, die sind halt in echt gerade relativ stark. Und, aber Ginczek und Terode sind für mich halt schon... Ginczek ist ein Guter, und Terode hat ja gut getroffen in der 2. Liga. Und dazu haben sie noch den ausgeliehenen Asano von Arsenal, den man jetzt, glaube ich, auch nicht unterschätzen sollte. Ich glaube, der ist relativ schnell. Aber wenn die mit Doppelspitze spielen, dann sollte das tendenziell auch eher kein Problem sein. Ich glaube, die haben in echt am letzten Spieltag mit Doppelspitze gespielt. Das heißt, das könnte unter Umständen machbar sein. Auf alle Fälle hart wird es, glaube ich, bei Hoffenheim. Weil die mit Wagner und Kramaric da vorne echt 2 sehr starke Stürmer haben. Und Schalai meldet ja auch Ansprüche an. Der ist jetzt im Bundesliga ein bisschen aus dem Fokus raus, aber der ist ja früher, vor 3-4 Jahren war der auch noch. Ja, da wäre halt bei allen 4 wahrscheinlich, bei allen 6 Vereinen wahrscheinlich der Top-Stürmer gewesen. Und Uth ist halt auch ein junger, guter Spieler. Das heißt, da wird es nicht gerade einfach.
Bin ich mal am überlegen. Also die, wenn die mit Doppelspitze spielen, wäre das ein Vorteil. Aber selbst dann würden wir wahrscheinlich nicht spielen. Also ich sehe das sogar härter an als beim HSV tatsächlich. Aber gut, bei der HSV und die haben halt mehr Punkte, glaube ich. Zumindest was die Startelf angeht, glaube ich, dass es bei Bremen am leichtesten wird. Pizarro ist nicht mehr der Jüngste, kommt wahrscheinlich eher von der Bank. Johansson, nicht der Stärkste, würde ich sagen. Gut, sie müssen echt, ich weiß nicht, wie ein Pass ist. Und mit Max Kruse, ein guter Konkurrent, kann aber auch sein, dass der Zehner spielt. Aber auf jeden Fall, wenn es eine Doppelspitze gibt, haben wir da auf jeden Fall die besten Chancen auf dem Startplatz. Zu guter Letzt habe ich Köln noch mit in die Verlosung genommen. Die haben halt mit Modeste den besten Stürmer der Sechser Reihe, zumindest den echten. Der ist jetzt, glaube ich, heute nach China gewechselt. Also ich nehme das gerade am Dienstag an dem Tag, wo es rauskommt, auf. Weil vorher keine Zeit haben. Modeste ist auf jeden Fall nach China heute gewechselt, wäre mal ein Pest gewechselt. Und da die, glaube ich, mit einem Einmannsturm spielen, wird das halt verdammt knackig. Hinten dran sind mit Zoller, Osako, Guirassy und Rodnevs zwar akzeptable Konkurrenten, aber hier wird es halt einfacher, einen Bankplatz zu bekommen. Das heißt, ich glaube, dass wir beim FC relativ schnell zumindest Bankspieler sind, wo ich beim Rest noch überlegen würde, weil bei Leipzig kann es blöd laufen, bei Hamburg kann es blöd laufen, bei Stuttgart, wenn die Einspitze spielen, haben wir Terode oder Ginczek vor uns. Bei Hoffenheim, selbst mit Doppelspitze, haben die noch Uth am Start, und bei Bremen, wenn die mit einer Spitze spielen, ist wahrscheinlich Pizarro auf der Bank. Aber gut, genug geredet, würde ich sagen, losen wir das Ganze mal aus. 1 FC Köln. Ha, der erste FC, also. Wird sicher schwer, aber ich glaube, dass wir da eine Schnitte haben. Naja, das wird auf jeden Fall. Modeste wird ein Kracher. Aber wie ich gesagt habe, den Bankplatz kriegen wir hin. Würde ich sagen, schauen wir uns einfach morgen dann ingame das ganze Zeug an. Und dann würde ich sagen, geht die Nummer los. Dann spielen wir auch morgen schon die ersten Spiele. Je nachdem, ob Stamm oder Bank mehrere, ihr kennt das ja. Und ja, sehen wir uns morgen wieder. Tschüss!